Sehr beliebt im Bereich des E-Commerce ist auch Amazon FBA. Hier ist die Umstellung auf ein rumänisches Unternehmen besonders einfach. In diesem Fall wird einfach der vorhandene Amazon-Account auf die rumänische Firma übertragen. Was sich in diesem Fall steuerlich einsparen lässt, zeige ich euch nun wieder in Zahlen. Als erstes betrachten wir uns nun hier bei unserem Amazon FBA-Händler mal die Zahlen, die er hier so über das Jahr hier beispielsweise erwirtschaftet hat. Und des Weiteren gehen wir übrigens hier auch davon aus, dass es sich bei dieser Unternehmung hier um eine Kapitalgesellschaft, also beispielsweise einer GmbH, handelt. Fangen wir mal an mit dem Umsatz. Hier haben wir einen Umsatz von 250.000 Euro erwirtschaftet und hinzu kommen eben die Kosten, die wir hierfür haben, von 150.000 Euro, sodass sich ein Gewinn von 100.000 Euro ergibt. Nun, hier in dieser Tabelle habe ich das Ganze jetzt schon mal eingetragen und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie sich hier nun die Steuerlast hier verhält zwischen Rumänien und Deutschland. Natürlich, die Eingangsdaten, die ich euch gerade vorgestellt habe, sind natürlich jetzt hier für beide Länder die gleichen. Das ist natürlich wichtig für diese Annahme. Schauen wir uns mal die erste Steuerart an. Und das ist natürlich hier in diesem Beispiel die Gewerbesteuer. In Rumänien, da brauchen wir hier definitiv nicht den Taschenrechner auspacken, denn es gibt in Rumänien keine Gewerbesteuer. Die ist, egal wie viel Einnahmen, egal wie viel Umsatz ihr habt, immer genau 0 Euro. Also da sind wir schon mal sehr schnell fertig. In Deutschland, ihr kennt es, hier wird das Ganze eben ganz normal berechnet. Haupteinfluss hat hierauf dann natürlich der Erhebesatz der jeweiligen Gemeinde. Wir gehen jetzt hier davon aus, dass eben unser Unternehmer sich in einer deutschen größeren Metropole befindet und deswegen haben wir jetzt hier einen Hebesatz von 400%. Rechnet man das aus, dann ergibt sich hier eine Gewerbesteuer für diesen Fall von 14.000 Euro. Also das ist wirklich schon eine ganze Menge. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie viel einem hier mehr in der Tasche bleibt, einfach nur durch die Besteuerung in einem anderen EU-Land, in diesem Fall in Rumänien, dann haben wir hier 14.000 Euro mehr zur Verfügung, einfach weil diese Steuer ja in Rumänien gar nicht anfällt. Machen wir aber weiter, und zwar mit der Körperschaftssteuer. Hier gibt es einen kleinen Unterschied zwischen Rumänien und Deutschland. Denn in Deutschland, da bezieht sich ja die Körperschaftssteuer auf die Einnahmen, also in diesem Fall einfach gesprochen auf den Gewinn. Und in Rumänien bezieht sich die Körperschaftssteuer immer auf den Umsatz. Allerdings, und das ist das richtig Tolle, hier beträgt die Körperschaftssteuer genau 1%. Das ganz legal hier ohne irgendwelche Tricks, das ist einfach dort vorgesehen, 1% hier auf den Umsatz. Und wenn wir uns das mal ausrechnen, dann bekommen wir hier in Rumänien eine Körperschaftssteuerlast von nur 2.500 Euro hin. Und das bei einem relativ großen Umsatz von 250.000 Euro und einem Gewinn von 100.000 Euro. In Deutschland, da haben wir ja die 15% Körperschaftssteuer, die sich hier dann auf den Gewinn bezieht, sind hier dann logischerweise 15.000 Euro. Aber auch hier ergeben sich schon wieder ein wirklich sehr, sehr großer und signifikanter Unterschied, nämlich ein Mehrgewinn, der uns in diesem Fall hier bleibt bei der Körperschaftssteuer alleine von 12.500 Euro. Also das ist mal wieder hier ein Betrag und ihr seht, wenn man das langsam zusammenzählt, da kommt wirklich eine ganze Summe an Geld raus, das einem hier mehr zur Verfügung steht. Nun, als nächstes möchten wir natürlich irgendwas mit dem Gewinn machen. Wir zahlen uns diesen jetzt hier in diesem Beispiel einfach als Dividende aus und hier beträgt die Dividende 80.000 Euro, natürlich wieder gleich in beiden Ländern. Nun, wie wird das jetzt in Rumänien besteuert? Auch hier wieder sehr, sehr vorteilhaft für den Unternehmer, nämlich hier beträgt die Steuer auf Dividende nur 5%. Also das ist wirklich recht wenig. Ihr seht, bei einer satten Dividende von 80.000 Euro haben wir hier gerade einmal 4.000 Euro an Steuern zu zahlen. Also das ist schon ziemlich attraktiv. Nun, in Deutschland, da kennt ihr es vielleicht, da gibt es die 25% Abgeltungssteuer plus eben Soli natürlich, sodass wir jetzt hier bei einer Dividende von 80.000 Euro dann 24.000 Euro an Steuern zahlen müssen. Das ergibt in diesem Fall nur von der Dividende hier schon wieder einen Zugewinn durch die Besteuerung in Rumänien von 20.000 Euro. Bei genau dem gleichen Unternehmen, der gleichen Dividende, in der gleichen Währung, das muss man sich mal vorstellen, das ist schon wirklich eine Menge an Geld, die einem hier mehr zur Verfügung steht. Ziehen wir jetzt aber mal einen Strich drunter und schauen wir uns die Gesamtsteuerlast in den einzelnen Ländern hier an. In Rumänien, ja, da fallen bei einem satten Gewinn von 100.000 Euro gerade einmal 6.500 Euro an Steuern an. Also das ist wirklich sehr überschaubar. Im Prozent ausgedrückt, finde ich, wird es noch attraktiver, nämlich gerade einmal 7% Steuern werden hier fällig. Ja, in Deutschland, naja, da stimmt mal wieder so ungefähr das, was man landläufig sagt, nämlich die Hälfte des Gewinns geht an Steuern drauf. Ja, das ist ja so. Von unserem Gewinn von 100.000 Euro sind jetzt hier 53.000 Euro an Steuern fällig. In diesem Beispiel also sogar mehr als die Hälfte, 53%, was wir hier an Steuern zahlen müssen. Das tut natürlich dem Unternehmer schon wirklich weh, denn für das Geld hat man ja im Zweifel auch wirklich hart gearbeitet. Also wie ihr seht, ist das hier sehr interessant. Wir haben nun hier einen Gesamtvorteil, also mehr Geld, das uns monatlich dann aufgeteilt auch wirklich mehr in der Tasche bleibt, dass wir in unser Unternehmen investieren können, dass wir natürlich auch privat nutzen können, von 46.500 Euro. Und das einfach nur beim gleichen Unternehmen, einfach nur durch die Verlagerung in ein EU-Ausland. Also finde ich sehr interessant.
Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Sollte das Thema Firmengründungen oder Steuern sparen für dich interessant sein, so freuen wir uns über deine Kontaktaufnahme. Weitere Informationen findest du in der Videobeschreibung.